Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Verehrte Zuschauer, außenpolitisch gibt es wirklich ein dominierendes Thema in den Medien und das ist Venezuela. Folgende Schlagzeilen konnte man in der letzten Woche in den Nachrichten lesen. Im NTV-Nachrichten: Bolton droht Venezuela mit Antwort der USA. Die Bild nennt gar den selbsternannten Staatschef Guaidó Venezuelas Hoffnungsträger. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreiben: Greifen die Vereinigten Staaten militärisch in Venezuela ein? Die Tagesschau zitiert Guaidó: Wir leben in einer Diktatur. Die britische Notenbank blockiert Venezuelas Gold. Telepolis schreibt: Sicherheitsberater Bolton verkündet indirekt 5000 Troops to Colombia. Und. Und wenn man sich die Berichterstattung und Diskussionen mit sogenannten Experten anschaut, so kommt man unweigerlich zu folgendem Schluss: In Venezuela muss irgendetwas passiert sein, sodass es jetzt reicht. Bisher war es noch eine tolerierbare Diktatur und jetzt nicht mehr. Die USA als Verteidiger von Frieden und Freiheit in der Welt müssen jetzt etwas tun, um die Demokratie wiederherzustellen. Grundsätzlich muss man sagen, dass die Sachlage bis hierhin noch relativ einfach zu analysieren ist. Aber jetzt kommt Deutschland wie aus dem Nichts dazu. Zeit Online schreibt: Heiko Maas sichert Venezuelas Oppositionschef Unterstützung zu. Um Gottes Willen, Herr Maas, wollen Sie wirklich Deutschland in einen Krieg zusammen mit den USA gegen Venezuela führen? Wollen Sie wie im Jemen auch dort Kinder mit deutschen Waffen bombardieren lassen, damit die USA noch ein weiteres Land ausbeuten kann? Sind Sie wirklich noch bei Sinnen? Sie sagen selber von sich, Sie seien wegen Auschwitz in die Politik gegangen. Was meinen Sie damit? Was ist denn Ihre Lehre aus den Gräueltaten der Deutschen in der Geschichte? Wollen Sie in die Fußstapfen derjenigen treten, die auf der Welt verantwortlich waren für so viele Tote? Welches Recht haben Sie, sich in Venezuela einzumischen? Wollen Sie dort für Demokratie sorgen? Warum sorgen Sie nicht für eine Demokratie in Saudi-Arabien oder Bahrain? Warum unterstützen Sie diese Tyrannen mit den besten Waffen, die sie haben, und versuchen in Venezuela den Willen der USA durchzusetzen? Merken Sie eigentlich nicht, in was für eine verlogene Position Deutschland von Ihnen gebracht wird? Anscheinend haben Sie noch nicht so viel Erfahrung, aber die Welt vergisst die Verantwortlichen für Kriege nicht so schnell. Deutschlands Ansehen in der Welt sinkt von Tag zu Tag. Die Wirtschaft merkt es schon und wird es noch viel mehr merken, wenn sie nicht endlich zur Vernunft kommen und sich anstatt für Kriege, für Frieden, statt für den Kapitalismus der USA, für Gerechtigkeit einsetzen. Aber möglicherweise fehlt es an Einsicht, um das große Ganze zu verstehen. Die Amerikaner sagen mit Freude, dass die derzeitigen Sanktionen gegen das iranische Volk in der Geschichte beispiellos sind. Aber die iranische Nation wird ihnen diesbezüglich eine Niederlage verabreichen, die in der Geschichte beispiellos sein wird. Ich wünsche eine gesegnete Woche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.